Guten Morgen und grüße miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Solarmarkt-Webinar, wo wir zusammen mit dem Fronius, mit der Firma Fronius durchführen. Das Thema für heute lautet Fronius Symo Gen 24 Plus und die neue Umschaltbox. Freue mich sehr, dass Sie heute so zahlreich dabei sind. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und für Ihr großes Interesse. Mein Name ist Regina Puffer und ich bin im Solarmarkt im Marketing tätig. Valerio Mehle von Fronius und der Thorsten Burgdorf vom Solarmarkt werden Sie heute durchs Webinar führen. Zuerst habe ich organisatorische Punkte, bevor es losgeht. Meine Frage wäre, ob alle Schweizerdeutsch verstehen. Das Webinar wird man zumindest zum Teil auf Schweizerdeutsch führen. Wenn das nicht okay wäre, möchte ich Sie bitten, dass Sie in der Chat-Funktion, Chat-Fragefunktion, eine kurze Notiz machen, dass Sie lieber Hochdeutsch hätten. Dann würde man es gerne auf Hochdeutsch machen. Dann wird das Webinar aufgezeichnet. Sie können dann das Webinar anschließend im YouTube-Kanal nachhören und nachsehen. Dann haben Sie die Möglichkeit, sich am Webinar zu beteiligen. Und zwar wäre es gut, wenn Sie uns könnten im Laufe vom Webinar Fragen stellen. Sind Sie aktiv dabei und fragen Sie nach, wenn Sie was besser interessiert oder genauer interessiert. Sie haben unten in der Rubrik rechts die Funktion Fragen-Chat, da können Sie das reinschreiben. Wir werden dann die Frage im Laufe vom Webinar vorzu beantworten. Allenfalls schaut man dann am Schluss, ob es noch weitere Fragen gibt und allenfalls tun wir dann auch noch auf die Handheben, Varianten umschwenken. Aber das tun wir dann noch vorzu entscheiden, ob das noch nötig ist und gefragt ist. Ja, das wäre es eigentlich schon von meiner Seite. Dann würde ich jetzt das Wort an Valerio Mehle übergeben. Geschätzte Teilnehmer, liebe Regina, lieber Thorsten, ganz herzlichen Dank, dass ich im Namen von Fronius darf das Webinar durchführen. Ich werde ein paar Informationen geben zur Firma Fronius, ein paar Einblicke auf wer wir sind, wie wir in der Schweiz aufgestellt sind und werde dann nach dieser kurzen Einleitung Informationen erteilen zum Thema Gen 24, also Hybridwechselrichter, und werde im Anschluss auch noch die verschiedenen Möglichkeiten zeigen, wie man mit dem Gen 24 das Notstromsystem kann aufbauen und wie man das damit auch managen kann. Ich werde dann im zweiten Teil von dem Notstromsystemserklärung werde ich das Wort dann im Thorsten Burgdorf überreichen, wo dann näher auf die Umschaltbox von Envitec eingeht. Ein paar Worte zu der Firma Fronius. Die Firma Fronius ist aus der Geschichte heraus schon sehr lang im Inverter-Business tätig. Wir haben 1945 angefangen, Ladegeräte herzustellen für die Automobilbranche bzw. für seinerzeit noch für Garagisten. Wir haben im 1945 mit dem Günther Fronius die Firma dürfen gründen und er hat sich eigentlich der Nachhaltigkeit verschrieben, dass man seinerzeit bei den Autos Batterie nicht einfach tut ersetzen und fortrühren, sondern dass man sie wieder tut laden. Und das war eigentlich der Grundstein gewesen, um die Firma Fronius zu gründen in Pettenbach, wo sie auch heute noch steht. Wir produzieren alle unsere Produkte in Pettenbach und vertreiben mittlerweile in über 60 Ländern in dieser Welt. Mit einem eigenen Töchternetz und mit einem eigenen Händlernetz.
Firma Fronius ist seit der Gründung aus der Hand von Günther Fronius ganz links auf dem Bild mit seiner Frau in die Hand vom Sohn und von der Tochter von Günther Fronius übergegangen. Und die Tochter von Günther Fronius hat wieder ihrer eigenen Tochter das Unternehmen überreicht. Wir sind es weitgehend von Frauen geführtes Unternehmen, was unserer Firma wirklich ganz, ganz einen eigenen, besonderen und sehr positiven Spirit gibt. Heute geführt von der Frau Elisabeth Strauss in der dritten Generation ist die Firma also wirklich noch in Familienhand von der Familie Fronius. Wie anfangs erwähnt, haben wir drei Business Units. Unsere älteste Business Unit sind abgebildet in der Mitte. Das sind industrielle Ladesysteme, einerseits für Flurfördertechnik, wenn man so an Firmen wie Jung, Heinrich, Still, Linde denkt, haben die alles Ladesysteme von Fronius, aber auch in der Automobilproduktion ist Fronius doch eine fixe Konstante. Die meisten Softwares werden auf die Autos in der Produktion innen aufgespielt über Fronius-Komponenten, über Fronius-Ladegeräte, wo mittlerweile halt auch schon mehr können, als nur das Auto zu laden. Und so sind wir eigentlich sehr, sehr präsent in dem Bereich, obwohl nicht wirklich sehr bekannt. Wir tragen da den Namen nicht stark nach außen. In der Automobilbranche sind wir dann auch im Bereich Schweiz schon seit den 50er Jahren tätig. Wir als Fronius produzieren seit den 50er Jahren Präzisionsschweißgeräte. Wenn ihr ein europäisches Fahrzeug fahrt, dann können Sie davon ausgehen, dass das Fahrzeug mit einer Fronius-Schweißmaschine im Werk von dem Hersteller zusammengeschweißt worden ist. Und weltweit sind über 80% der Autos auf der Straße sind mit Fronius-Schweißgeräten geschweißt worden. Irgendwann haben wir umgestellt von trafobundenen Ladegeräten und von trafobundenen Schweißgeräten zu der Invertertechnik. Und dann ist es natürlich auf der Hand gelegen, wenn man schon Inverter einsetzt, ob man nicht auch noch Inverter baut. Und 1992 hat die Firma Fronius angefangen, Inverter oder wie wir sie heute kennen, Wechselrichter herzustellen. Und in dem Sinn machen wir zwar komplett verschiedene Sachen mit diesen drei Business Units, aber am Schluss machen wir doch dreimal das Gleiche. Und wir haben zwischenzeitlich, mindestens gesprochen für die Wechselrichter, schon über 3 Millionen Mal gemacht. Business Unit Solar ist in der Schweiz vertreten durch Patrick Gauss, den sicher sehr viele von euch kennen. Er war der Pionier für Fronius im Bereich Solar über manches Jahr. Er hat die Geschäftsleitung jetzt übernommen von der Firma Fronius und meiner Person die Leitung von der Solar Energy überreicht. Wir werden demnächst wieder ergänzt durch einen technischen Berater, damit wir auch hier die technischen Trainings wieder in der Schweiz können aufnehmen können, die jetzt auch wegen Corona ein bisschen eingeschränkt gewesen sind. Wir werden wieder Fronius Systempartnerschulungen durchführen. Wir werden wieder technische Trainings machen bei den Installateuren. Und da freue ich mich darauf, wieder einen tollen technischen Berater bei uns zu haben, der die Funktion wird wahrnehmen. Wir werden auch noch zusätzlich jemanden im Aussendienst anstellen. Das sind wir jetzt gerade im Prozess drin, wo unsere Kunden und unsere Installateure wirklich vor Ort kann besuchen können und werden auch immer noch tatkräftig, gut und zuverlässig unterstützt durch den Rami Fajari, der unseren Verkaufs- und Innendienst macht. Wir haben uns verschrieben, so viel wie möglich in die erneuerbaren Energien zu investieren und unsere eigene Energie reinzustecken. Unsere Vision ist, dass wir 24 Stunden erneuerbar könnte unterwegs sein. Wir sind nicht nur in der Solartechnik tätig, sondern die Firma Fronius ist auch in der Herstellung von Wasserstoff und Wasserstofftankstellen aktiv. Und das ergibt eigentlich so ein Gesamtbild, damit man irgendwann 100% erneuerbar unterwegs sein kann.
weg von der Geschichte her zu der Gegenwart. Ich gehe auf unsere Produkte kurz ein. Wir haben die verschiedenen Wechselrichter, die den meisten von euch doch sehr geläufig sind. Der Fronius Simo, unser Urgestein, sage ich jetzt mal, unter den Wechselrichter, sehr zuverlässig, sehr robust, solides Gerät, auch sehr einfach von der Installation und von der Instandhaltung, auch sehr einfach von der Konfiguration. Das Ganze hat uns als sehr gute Basis dient, um später den Gen 24 können entwickeln und auch erfolgreich auf den Markt zu bringen. Und wir sind jetzt heute auch mit den grossen Wechselrichtern wieder am Markt. Wir haben Wechselrichter in der Größe 50 und 100 Kilowatt dargestellt durch den Fronius Tauro ganz rechts im Bild. Wir haben aber auch Zusatzkomponenten wie der Ohmpilot, dynamische Komponenten, die helfen, Überschüsse aus der Solaranlage in einen Boiler oder in einen ohmschen Widerstand hineinzubringen, damit man wirklich auch die kleinen wie die grossen Überschüsse von einer Solaranlage kann in Wärme umwandeln. Unsere Smart Meter mittlerweile, da wo wir heute, wo wir jetzt abbildet sehen, schon noch ergänzt wurde zusätzlich mit einem Smart Meter, der ein Touch Display hat. Wir führen sowohl den klassischen Smart Meter wie den Touch Smart Meter parallel zueinander. Und der Wattpilot, eigentlich eines von unseren neuesten Errungenschaften, auch da am Puls von der Zeit, in der Elektromobilität, in einer Branche, die doch sehr stark am Boomen ist, mit der Idee auch wieder Überschüsse können ins Elektrofahrzeug zu leiten. Der Wattpilot hat die Fähigkeit, auch da dynamisch die Überschüsse von einer Solaranlage, die mit einem Fronius Data Manager ausgerüstet ist, dynamisch ins Auto hineinzubringen und so eigentlich die Überschüsse können im Auto hinein versorgen. Im Bereich Residential ist der Fronius Primo, der Fronius Simo sicher bekannt. Und im Bereich Hybridwechselrichter haben wir abgeleitet vom Fronius Simo den Simo Hybrid. Den erkennt man am roten Deckel. Das war so ein bisschen der Vorreiter von dieser ganzen Hybridgeschichte in den Bereich 3, 4 und 5 Kilowatt dreiphasig und bietet die Möglichkeit für den reinen Notstrombetrieb, wie es später Thorsten wird erklären. Dann haben wir den Gen 24 als Primo, also als einphasiges Produkt und den Fronius Simo Gen 24, das ist sicher der meistgebrauchte Wechselrichter in der Schweiz. Der ist dreiphasig und geht in der Leistungsklasse 3 bis 10 Kilowatt. Beim Wechselrichter Simo Gen 24 aber eine Größe von 3 Kilowatt ist der PV-Point als Notstromlösung möglich. Auf das zu erklären komme ich später darauf zurück. Und aber auch bei den grösseren 6 bis 10 Kilowatt die dreiphasige Notstromlösung Full Backup möglich. Der dreiphasige, ich gehe auf der einphasige jetzt nicht unbedingt gross ein. Der einphasige ist in der Schweiz sehr wenig gefragt und das meiste kann man eigentlich auch vom dreiphasigen her ableiten. Wenn sonst aber jemand noch Fragen hat zum Primo, kann er die selbstverständlich dann in den Chat hinein tun. Auch da kann ich dann redundant durchstehen. Ich gehe gerade auf den Gen 24 Plus als Simo-Variante ein. Das ist ein dreiphasiger Wechselrichter in der Leistungsklasse zwischen 3 bis 10 Kilowatt. Der Wechselrichter hat zwei MPP-Eingänge, eins mit 25 Ampere, wo man also kann zwei Strings parallel schalten und ein MPP-Eingang mit 12,5 Ampere Eingang. Plus hat er einen Batterieeingang für 220 Ampere. Kompatibel sind da alle Batterien von BYD aus der Serie HVS und HVM. Und so als kleines Zückerli werden wir so bald verfügbar auch mit der Batterie von LG, mit der LG Flex kompatibel sein. Die Software ist bereits auf dem Wechselrichter draufgespielt, aber die Batterie LG Flex zurzeit noch nicht lieferbar seitens
LG. So, wenn die lieferbar ist, werden wir nicht nur mit BYD, sondern auch mit LG Flex Batterien kompatibel sein. Was ist einzigartig am Gen 24? Natürlich ist das Energiemanagement. Die Schnittstellen sind offen, wenn man nicht mit dem Datenlogger arbeiten will, der in jedem Fronius-Wechselrichter schon integriert ist. Die Schnittstellen kann man nutzen für Third-Party-Datenlogger, damit man dort kann einerseits Monitoring machen oder Energiemanagement. Wir haben aber mit dem Data Manager, der im Wechselrichter schon fix drin verbauen ist, doch schon sehr viele Möglichkeiten von der Visualisierung, wie aber auch von der Ansteuerung von Verbrauchern, damit man kann mit Überschusslasten priorisieren und auch ansteuern. Das Monitoring ist auch schon fix mit getroffen mit dem Data Manager. Das heisst, auf unserer Plattform, wo SolarWeb heisst, können Sie Energieproduktion, aber auch Energieverbrauch und verschiedene Verbraucher abbilden. Das ist ein Gratis-Tool, das wir zur Verfügung stellen, das sehr übersichtlich ist und doch sehr, sehr umfangreich von der Darstellung ist. Man kann vor allem im Zusammenhang mit einem Fronius Smart Meter, wo im Wechselrichter eine gewisse Intelligenz gibt, sehr schön den Eigenverbrauch optimieren oder maximieren, also vor allem im Bereich Residential heute eines der obersten Ziele ist, dass man möglichst viel Eigenverbrauch machen kann. Die Schnittstellen vom Wechselrichter sind, wie schon gesagt, die sind offen. Man kann Kommunikation sehr einfach abbilden. Man hat LAN-Schnittstellen, was für mich nach wie vor die bevorzugte Kommunikationsschnittstelle ist von dem Wechselrichter. Man kann mit dem Wechselrichter aber auch via WLAN kommunizieren. Ich bin da ein bisschen von der alten Garde und sage, ich habe lieber eine Kupferverbindung für Datenkommunikation als eine WLAN-Verbindung. Aber wenn man ein super Signal hat, funktioniert das eigentlich ganz, ganz flott. Wir kommunizieren nebst Modbus RTU auch mit dem TCP, also sowohl mit RJ485, wie aber auch über das RJ45-Kabel. Wir haben digitale Eingänge, die digitalen Eingänge sind da, um im Wechselrichter Befehl zu erteilen. Zum Beispiel, wenn wir müssen, vom Energieversorger her vorgeschrieben, die Energieflüsse drosseln vom Wechselrichter. Das ist alles schon mit getroffen auf dem Wechselrichter, dass man die Eingänge kann nutzen kann, um im Wechselrichter Kommando zu geben. Und wir haben aber auch die O in diesen digitalen IOs. O sind Outputs, das sind Kontakte, wo ich kann mit Überschuss verschiedene Verbraucher ansteuern, um den Eigenverbrauch zu optimieren. Wir haben auch das JSON-Protokoll mit drauf, Solar API, damit man kann Automatisationsprogramm bedienen mit Informationen. Was für mich noch wichtig ist und sehr gern gar nicht gross beachtet wird oder gar nicht gross bekannt ist, ist, dass der Fronius Gen 24, aber auch Allisymus bereits schon ein Verschattungsmanagement mit getroffen haben. Der Wechselrichter selber hat Optimizer-Funktion, ich sage dem jetzt einmal so, bereits schon integriert im Wechselrichter drinnen, wo auf Strangebene agiert. Der Wechselrichter untersucht die gesamte Produktionskurve, die vom Dach her kommt, stellt mögliche Verschattungen fest und tut mit Spannung und Strom eine Korrektur machen auf dem String, um wieder den optimalen MPP-Punkt zu optimieren bzw. zu finden. Habe ich es hier in einer Darstellung, in einer Kurve noch dargestellt. Man sieht hier ein Dach,
wo auf der Ostseite doch eine Verschattung, eine relativ grosse Verschattung hat und aus dem Grund grundsätzlich wegen dem Chemie, wo auf der Ostseite ist, sehr spät anfängt zu produzieren. Die Messung haben wir gemacht mit einem Symo-Wechselrichter und die Messung haben wir gemacht, indem wir die Option genutzt haben, dass wir den Dynamic Peak Manager, also das Verschattungsmanagement-Tool, einmal ausgeschaltet haben. Man kann die Funktion ausschalten, ab Werk ist sie aber eingeschaltet. Wir haben das gemacht an einem sonnigen Tag und wir haben festgestellt, dass wir tatsächlich am Morgen durch die Verschattung, die das Chemie macht, doch eine recht grosse Einbuße haben von der Leistung und sobald die Verschattung weg ist, ist die Produktion schlagartig aufgegangen. Wir haben am Folgetag nochmal die gleiche Messung gemacht, beziehungsweise nochmal die gleiche Kurve abgeholt und an dem Tag haben wir aber den Dynamic Peak Manager wieder eingeschaltet und wenn wir jetzt hier die Kurve anschauen, tut, sieht man in grün eingefärbt, was am Tag drauf mit eingeschaltetem Dynamic Peak Manager die Korrektur von dieser Kurve ausgemacht hat. Das alles ohne müssen den Leistungsoptimierer unter die Modulschrauben, sondern nur unter Verwendung von der integrierten Leistungsoptimierer im Wechselrichter finden. Das lässt sich doch recht sehen. Man sieht auf der linken Seite, was grün dazugekommen ist. Natürlich könnte es ein bisschen runder sein, ganz am Anfang, am Morgen, am 8. könnte man noch ein bisschen harmonischer kommen, hätten wir jetzt eine Anlage mit Optimizer unter dem Modul. Aber ich denke, der Aufwand zum Optimizer zu verwenden für die kleine Differenz ist nicht im Verhältnis. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dieser Korrektur, die man eigentlich schon nur mit dem Wechselrichter kann machen. Als Fronius sagen wir, das bringt gut und gern über das Jahr rein mehr als 7% mehr Ertrag. Das ist ein annähernder Wert, wie wir es auch kennen, von Anlagen, die Optimizer einsetzen. Für das, dass man keine Optimizer muss ins Dach machen, sondern alles im Technikraum, im Wechselrichter schon fix mit integriert hat, finde ich das einen Wert, den sich doch durchaus anschauen lässt. Viele, die den Symo kennen, kennen auch seine Geräuschkulisse, die doch recht prominent ist. Und aus dem haben wir gelernt, dass es doch viel mehr Sinn macht, statt kleinen Ventilatoren und mehr als einen grossen zu nehmen. Der muss viel weniger schnell drehen, der hat viel eine grössere Luftumwälzung. Und weil er natürlich weniger schnell muss drehen, mehr Luft umwälzt, kann er auch das Gerät noch schöner lüften mit einem viel, viel kleineren Lärmpegel. Wir sind von über 60 Dezibel auf rund 40 Dezibel abgekommen. Das ist ein frappanter Unterschied, wenn man noch bedenkt, dass Dezibel ja nicht eine lineare Masseinheit ist. Kann man schon sagen, die Geräte sind schon sehr, sehr leise geworden und auch dadurch, dass sie so gut gekühlt werden oder die Wärme wegbringen, natürlich auch sehr leistungsfähig und haben eine lange Lebensdauer dank dem, weil wir keine heißen Stellen auf der Platine produzieren. Der Gen 24 als Hybridwechselrichter hat ja als Funktion, dass er die DC-Spannung, die auf dem Dach passiert, grundsätzlich direkt kann in eine Batterie, in eine DC-Batterie hineinspeisen, dem sagt man DC-koppelten Wechselrichter bzw. DC-koppeltes Hybridsystem. Der Vorteil, den wir hier natürlich haben, ist, wir haben keine grosse Leistungsverlust. Wir gehen direkt vom Dach in die Batterie und von der Batterie dann auf den Wechselrichter, wo die Energie dann oder die Spannung dann zu AC umgewandelt wird. Also wir haben eigentlich nur eine Umwandlung von dieser ganzen Energie. Wir sind aber auch kompatibel, wenn wir eine zweite Quelle haben, wenn wir eine AC-Quelle haben. Da haben wir sie jetzt mit einem Windrad dargestellt.
das Windrad ist stellvertretend für jede mögliche Form von Energieerzeugung im AC-Netz. Das kann ein Windrad tatsächlich sein, es kann ein Blockheizkraftwerk sein, das kann ein Symo-Wechselrichter sein, das kann ein Fremdwechselrichter sein, wo überschüssige Energie in dem Haushalt innen herstellen. Der Wechselrichter, der Fronius Gen 24, erkennt auch die AC-Überschüsse. Und wenn die AC-Überschüsse von einem zweiten Wechselrichter stattfindet, durch die Erkennung wird der AC-Überschuss umgewandelt in DC-Spannung und auch die wird in der Batterie gespeichert. Natürlich haben wir dort einen AC-DC-Umwandlungsverlust und Retour auch wieder. Auf der anderen Seite ist der Vorteil, man muss eine bestehende Anlage, die vielleicht schon da ist, mit einem noch ganz brauchbaren Wechselrichter, unabhängig ob der von uns ist oder von einem Mitbewerber. Wir sind der Meinung, man muss nichts entsorgen oder entfernen, wo noch wunderbar funktioniert. Kann man die mitverwenden und so kann man die Energie trotzdem auch speichern in der Batterie. Also wir haben ein DC-System, aber auch ein AC-System, wenn wir Fremdwechselrichter oder eigene Wechselrichter im Netz haben. Ich komme schon zum Hauptpunkt oder zum interessanten Punkt, wo der Gen 24 mit sich trägt, und zwar die Basis-Notstromversorgung, der PV-Point. Alle Gen 24 Wechselrichter, vom kleinsten bis zum grössten, haben die Funktion ab Werk mit integriert. Mir ist wichtig, noch ganz kurz etwas zu unterstreichen, und zwar das Wort Notstrom. Der Notstrom ist wirklich auch, die Notstromversorgung ist auch wirklich als Notstromversorgung zu sehen. Das bedeutet wirklich nur im Fall von einem Stromausfall zu verwenden. Es wird gerne mal ein bisschen verwechselt mit einem Inselsystem oder mit einer USV, das ist es selbstverständlich nicht. Eine Notstromversorgung muss man ein bisschen anschauen, wie das Notrad beim Auto. Das ist wirklich nur da, wenn das zwingend nötig ist zum Verwenden. Ansonsten ist das eine Funktion, die eigentlich ein bisschen vor sich anschlummert, bringt aber gleich dem Kunden einen unheimlich grossen Mehrnutzen, und zwar in dem Moment, wo sich das öffentliche Netz verabschiedet oder abgeschaltet wird. Das bietet nämlich die Möglichkeit, im Endkunde, dass er bei der Funktion vom PV-Point unabhängig über eine Batterie im System inne hat oder nicht, können bei Stromausfall eine kleine Notstromversorgung haben. Hat er ein System ohne Batterie, wie jetzt hier abgebildet, hat er eine Notstromversorgung, solange Sonnenlicht noch vorhanden ist, solange sein PV-Generator Energie produzieren tut. Die Energie wird vom Wechselrichter erkannt, wird auf eine Klemme im Wechselrichter geführt, die mit PV-Point angeschrieben ist. An dieser Klemme kann ich ein Kabel anschliessen und an dem Kabel kann ich eine FI-geschützte Steckdose installieren. Die Steckdose hat nur während einem Stromausfall Spannung drauf, sie ist sonst nicht spannungsversorgt. Als maximale Leistung hat sie die Leistung, die das Generatorfeld kann liefern kann, oder Maximum 3000 Watt, die sie zur Verfügung stellt. Das sind rund etwa 13 Ampere. Ich finde, für eine einphasige Versorgung, ohne dass man gross muss, etwas installieren, 13 Ampere zur Verfügung haben, bietet doch relativ viele Möglichkeiten für den Endkunden, können den Spannungsunterbruch oder den Stromunterbruch können überbrücken, kann sein Handy laden, kann Nachrichten hören, kann heißes Wasser machen, Kaffee machen. Es ist relativ gut bedient in dem Fall. Hat er die feudale Lösung, dass er auch noch eine Batterie mit im System inne hat, dann wird natürlich
mit der überschüssigen Energie, die der Kunde nicht über die Steckdose verbrauchen tut, selbstverständlich auch während dem Stromunterbruch die Batterie geladen und in der Nacht oder in der Zeit, wo der PV-Generator keine Energie zur Verfügung gestellt, auch wieder in die Batterie eingespissen, beziehungsweise in die Steckdose eingespissen. Das bedeutet also, dass wenn ihr einen Endkunden habt, der mit seiner Energie gut kann haushalten kann, hat er da doch sehr eine gute Lösung für relativ kleines Geld. Sein Mehrwert ist natürlich sicher mehr als das, was die Installation von einer FI-geschützten Steckdose und ein Stückchen Kabel kostet. Der Mehrwert ist für ihn deutlich grösser. Ich finde es eine gute Lösung, sie kostet wenig, sie bringt viel und sie bildet gerade in einem sehr stabilen Netz, wie es die Schweiz hat, doch eine gute Alternative zum Full Backup. Das ist das Thema, das ich jetzt noch kurz aufgreife. Das Full Backup ist möglich mit der Gen 24 Wechselrichter grösser 6 kW. Die kleinen Wechselrichter, kleiner 6 kW, die bieten nur den PV Point an. Das Full Backup ist eine dreiphasige Notstromversorgung. Also nicht mehr einphasig, wie wir es vorher beim PV Point hatten. Und es ist als Full Backup natürlich gedacht, dass wir entweder dedizierte Notstromgruppen kann mit Strom bedienen oder aber der ganze Haushalt, je nachdem, wie gross das der Verbrauch ist. Da wäre ich immer vorsichtig, was der versprecht und was der nachher technisch einhalten könnte. Aber grundsätzlich eine gute Lösung. Und genau da kommt jetzt der springende Punkt, wo später der Thorsten wird übernehmen, da wo sich jetzt rot eingerahmt hat. Das ist die Notstrom-Umschaltbox, die ist zwingend und vorgeschrieben. Das ist eine doppelte Trennung vom generierten Inselnetz im Haushalt für den Notstrom zum öffentlichen Netz. In dieser Konfiguration ist eine Batterie zwingend. Es ist also nicht wie beim PV Point, wo es auch wird funktionieren ohne Batterie. Die Batterie ist zwingend beim Full Backup, denn das ganze Management geht über die Batteriespannung und über den Wechselrichter. Wir liefern vom PV-Generator durch den Wechselrichter in die Batterie oder in den Haushalt und die überschüssige Energie bzw. die nicht vorhandene Energie wird aus der Batterie rausgeholt. Valerio, bitte? Valerio, es hat eine Frage gegeben, wenn ja. Ich da gerade kann einhängen dazu. Also, sehr gerne, ja. Die eine Frage lautet, ist es geplant, dass auch leistungsstärkere Hybridwechselrichter produziert werden, also mehr als 2 Kilowatt? Das ist geplant. Die Firma Fronius ist in seiner Forschung und Entwicklung rastlos und immer wieder dran, neue Produkte zu entwickeln. Es ist uns bekannt oder bewusst, dass vor allem im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, größere Wechselrichter gefragt sind. Ich muss aber vielleicht auch betonen, dass das weltweit fast abschliessend die Markt sind, wo grosse Wechselrichter wünschen. Der meistverkaufte Wechselrichter im Residential-Bereich weltweit hat die Grösse von 3,7 Kilowatt. Das ist doch, wenn man misst, an der ganzen Welt doch sehr ein kleiner Wechselrichter. Aber wir sind uns bewusst, dass Länder wie Deutschland, Österreich und Schweiz einerseits von den Möglichkeiten, die wir haben, von den Vorschriften, die wir haben, von der Dreiphasigkeit, die wir selbstverständlich auch haben und nicht zuletzt auch noch von der Kaufkraft her, grössere PV-Anlagen bauen werden. Und da ist Fronius dran mit dem Fokus auf grössere Hybridwechselrichter als 10 Kilowatt. Das wird sicher nicht dieses Jahr stattfinden. Aber wir sind dran, da wird etwas kommen. Sind noch weitere Fragen auftaucht, Regina? Ja, es sind noch weitere Fragen auftaucht. Gerne, ja. Und zwar, das ist eher ein Kommentar, also Tauro Anschlussbox Gen 24 PV Point kann man nehmen. Das ist zu dem, was du gerade vorhin gesagt hast, das ist unser Artikel 110 500 011. Den kann man nehmen.
Das ist einfach eine Ergänzung zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ja, okay. Von Teilnehmer. Also ich denke, Teilnehmer wissen dann und du weißt dann, um was es genau geht. Dann wird es eine größere Umschaltbox geben als maximal 63 A für größere Hausanschlüsse. Das wird der Thorsten sicher können beantworten in seinem Referat. Gut, dann tue ich das einmal noch zurückstellen. Und dann, es wäre toll, die Notstromsteckdose direkt am Wechselrichter zu integrieren. Dann könnte man die, dann könnte man auf die Installation verzichten. Das ist korrekt. Da es aber länderspezifische Steckdosen gibt, ist die Frage, welche sollen wir ab Werk 3 machen. Und da würden wir uns natürlich in der Produktion sehr stark einschränken, wenn wir jetzt den Wechselrichter mit der Typ 23 Steckdose würden ausrüsten, die dann von der Schweiz nicht abgerufen werden und dann müssen auf Deutschland mit Schuko geliefert werden. Andererseits müssten wir ja auch den FI-Schutz gewährleisten und der ist von Land zu Land verschieden. In der Schweiz zum Beispiel müssten wir 30 mA Typ A vorschalten. Es kann sein, dass in anderen Ländern andere Vorschriften gelten und ich glaube, es ist auch eine Dienstleistung an Kunden, wenn man die Steckdose einerseits separat neu platzieren kann, wo er sie auch nutzen kann, und andererseits, dass man sie dann auch gerade länderkonform kann, einerseits installieren, wie aber auch dann absichern. Okay, danke vielmals. Dann ist noch eine andere Frage, und zwar zur bestehenden Anlage. Da wäre es also so, Sie würden gerne eine Symo 20.0-3-M, also 26 Kilowatt Peak Anlage, auf Notstrom umrüsten. Und die Frage dazu wäre, kann man das mit dem Gen 24 machen, ohne den bestehenden Wechselrichter zu ersetzen? Der bestehende Wechselrichter kann man lassen. Der Gen 24 muss nicht zwingend mit dem Generatorfeld verbunden sein. Der Symo 20 wird er erkennen als externe AC-Quellen, also so wie vorher eigentlich das Windrädli dargestellt worden ist, und wird im Notstromfall dann die Masterarbeit übernehmen. Wichtig ist aber, wenn man gar nichts an Wechselrichter anschließt, an Gen 24 vom Generatorfeld, ist es so, das Notstromnetz hätten wir, aber die Batterie wird nicht geladen. Das will der 20er Wechselrichter, der ein AC-koppelter Wechselrichter ist, würde ausgekoppelt werden. Das ist eine Vorschrift. Also da würde ich empfehlen, lasst den bestehenden Wechselrichter laufen. Gebt im Gen 24 mindestens ein, zwei String, damit er sich noch kann, während einem Stromausfall laden, beziehungsweise damit er noch eine Batterie laden. Aber grundsätzlich kann man auch nur als Batteriemanagementsgerät für den Notstrom einsetzen. Okay, danke dir. Denn es hat noch weitere Fragen gegeben. Wann wird die Liefersituation der Gen 24 Plus entschärft? Die Liefersituation von der Gen 24 hat sich im Dezember anfangen entschärfen. Wir haben in den Monaten bis zum Dezember einen Produktionsstopp gehabt, aufgrund von einem akuten Mangel von Prozessoren zuerst und von Chips in zweiter Instanz. Die Firma Fronius hat in dieser Zeit aber an einem Redesign geschaffen, dass man auch mit anderen Chip-Herstellern kompatibel wird und auch mit anderen Prozessorherstellern kompatibel wird. Das Ganze ist sehr zeitaufwendig. Ich muss mir vorstellen, dass in der neuen Konfiguration jeder Wechselrichter wieder in 60 Ländern muss zertifiziert werden. Das hat seine Zeit gebraucht. Und wir haben das aber geschafft und wir haben können immer noch mit reduzierter Produktionskapazität eine von zwei Produktionslinien für den Gen 24 wieder können in Betrieb nehmen. Ende November, wir haben Dezember schon Geräte im Grosshandel können liefern. Wir haben für den Januar schon mehrere Lieferungen
angekündigt, wir haben mehrere Lieferungen auch schon bestätigt, dasselbe für Februar, und wir sind guter Dinge, dass sich im zweiten Quartal von dem Jahr die ganze Situation, sagen nicht normalisieren wird, aber wie richtig gesagt, entschärfen wird. Auf das schaffen wir auch, damit wir auch die Ausstände möglichst schnell bei den Endkunden und bei den Installateuren wieder auf Null bringen. Ja, oder vielen aber Dank. Schlussendlich als Installateur in der Warteliste sind, ist auch immer ein bisschen abhängig, wie früh oder spät haben sie bestellt. Es ist mir auch bewusst, dass sehr viele sehr früh bestellt haben und heute noch wartet. Das ist Fakt. Aber wo der genau denn in der Warteliste sind beim entsprechenden Distributor, das ist eine Frage, die dann mit als Sales stellen vom entsprechenden. Danke, Valerio. Es hat noch eine weitere Frage von einem Teilnehmer. Kann an der AC-Einspeisung auch ein Notstromaggregat verwendet werden? Ich nehme an, da redet man von einem Dieselnotstrom oder von einem Benzinnotstrom. Selbstverständlich kann man da machen, hat dann aber kein Einfluss auf die Batterie. Der würde dann standalone laufen. Es gibt Lösungen zwischen Fronius und Victron, wo man zum Beispiel kann mit fossilen Generatoren zusätzlich noch ein Inselnetz aufbauen. Da findet ihr auf unserer Homepage. Aber ansonsten würde dann ein fossiler Generator, mit fossilem Treibstoff betriebener Generator, die Batterie nicht laden, außer wir würden mit einem Lademanagement von Victron mitschaffen. Ansonsten würde einfach der Generator das Netz bedienen. Würde aber in dem Sinne auf die Photovoltaikanlage oder auf die erneuerbare Teil von dieser Installation keinen Einfluss haben. Okay, super, vielen Dank. Gerne. Ich wäre eigentlich dort, wo ich, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, würde das Wort dem Thorsten übergeben. Okay, dann melde ich mich zu Wort. Hallo erstmal. Also ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Thorsten Burgdorf, bin jetzt seit circa 1,25 Jahren beim Solarmarkt und war vorgängig Projektleiter im Raum Zürich und in St. Gallen gewesen und habe von daher auch relativ lange mit dem Solarmarkt zu tun gehabt. Meine Aufgabe ist jetzt im Bereich der Envitec Umschaltbox, euch darüber noch ein bisschen zu informieren. Vorneweg eine kurze Info über die Firma Envitec. Die ist eine deutsche Firma. Die ist ansässig in Rockelfingen. Das liegt praktisch genau in der Mitte zwischen München und Passau, wenn das euch irgendwie was sagt. Und sie ist spezialisiert auf elektronische Steuergeräte wie Umschaltboxen für verschiedene Hersteller, also LG, Fronius natürlich, LG und SMA Sunny Island, NA-Schutz und GAKs Generatoranschlusskäste. Von diesen Sortimenten haben wir die Umschaltboxen und einen NA-Schutz bei uns im Sortiment. Valerio, kannst du mal gerade weitergehen? Wir haben jetzt praktisch von der Envitec Umschaltbox, hat der Valerio vorne weg schon ein bisschen was gesagt, aufgezeigt, wo oder welche Aufgabe übernimmt die Envitec Umschaltbox. Die Envitec Umschaltbox übernimmt beim Stromausfall aktiv die Trennung zwischen Landstrom und dem, möchte ich sagen, dem Haus, dem produzierten Strom im Hausanschluss. Das ist gesetzlich vorgeschrieben in der NIN bzw. VDE 4105. Das ist die deutsche Verordnung und die hat die Schweiz zum großen Teil halt auch übernommen. In der Backup-Box kannst du mal ein bisschen vorgehen. Also hier ist es nochmal kurz aufgeschildert, wie das ist. Die Aufgaben der Netzumschaltbox ist Trennung. Nee, halt zurück.
Wiederaufschaltung, dann natürlich halt, wenn wieder der Strom dazukommt. Und wie gesagt, es muss eine sichere Erdverbindung im Notstrombetrieb aufgebaut werden. Kannst du bis jetzt weitergehen, Valerio? Eins weiter. Die Arbeitsweise ist eigentlich, dass gewisse Schützer abfallen in der Netzumschaltbox, dass hier für die Schweiz eine allpolige Netztrennung vonstatten geht und dann praktisch normale Verbrauchslasten und im Regelfall Notstromlasten getrennt werden. Da ist jetzt auch vorne noch die Frage gekommen mit diesen 63 Ampere. Diese Netzumschaltboxen sind eigentlich eher für den Residential-Bereich ausgelegt. Der ist im Regelfall, liegt der bei 63 Ampere Hausanschluss. Wenn da jetzt ein größerer Hausanschluss vorhanden ist, muss man dann hier einfach den Notstromkreislauf bzw. einen Kreislauf für die kritischen Lasten aufbauen in der Unterverteilung bzw. Hauptverteilung. Kannst du etwas vorgehen? Wir haben bei der Netzumschaltbox, wir hatten vom Solarmarkt, haben wir mal vier Umschaltboxen im Sortiment gehabt. Das war die 20 kVA, die 25 kVA und die 35 kVA. Und inzwischen ist es nur noch 20 kVA vorhanden. Und für die Auswahl ist es im Prinzip so, dass wir oder dass das Envitec hier so ein Auswahlschema erstellt hat, welche Box für welchen Einsatz in Frage kommt. Und aufgrund dessen gibt es im Prinzip nur noch zwei Boxen. Das eine ist diese 5613 im rechten Segment. Die hat ein Smart Meter integriert. Das ist ein Smart Meter, der ist 63 Ampere von Fronius. Und auf der anderen Seite, das ist das neue Gerät von der Envitec, das ist der 6114 auf der linken Seite. Das ist ein Gerät, da ist der Smart Meter nicht integriert. Das heißt, er wird bauseits angefordert. Das ist für Anlagen größer 30 Kilowatt Peak, da kann man dann auch zum Beispiel ein 5 kV extern, ein 5 kV Smart Meter von Fronius einsetzen und kann dann natürlich auch größere Ströme mitmessen. Das ist dieser 6114, das neue Gerät ist jetzt seit Anfang Jahr auf dem Markt und ist auch gedacht im Prinzip für Bestandsanlagen, bei denen im Prinzip schon, sage ich mal, ist ein Fronius Symo, wie wir es vorhin am Beispiel gehabt haben, es ist ein Fronius Symo 20 kVA vorhanden und der Kunde möchte jetzt umsteigen oder möchte dazu noch einen Batteriespeicher von Fronius haben, dann kann man, sofern bei dem 20 kVA Wechselrichter vorhanden, den Smart Meter umpatchen auf den Gen 24 Plus und muss nicht extra neu einen Smart Meter installieren. Jetzt kannst du noch mal ein bisschen vorgehen, Valerio, danke. Wir haben jetzt aus vorgängigen Präsentationen, möchte ich jetzt einfach mal das ist der 5613, Entschuldigung, da ist ein Druckfehler drin, 5613, kurz erklären, wie das funktioniert, wenn da jetzt eine Netzstörung kommt oder erstmal die Anschlüsse machen, erklären. Die Netzanschlussbox ist eigentlich relativ leicht erklärt, ist alles vorkonfektioniert, man hat den Anschluss für den
Hybridwechselrichter. Hier in dem Fall für ein Simo Hybrid und ein Gen 24 Plus und auch für den Data Manager oder den Pilot, die man dann entsprechend anschließt und hat dann unten Ausgänge für die Notstromversorgung, die dann praktisch für die kritischen Lasten dann entsprechend aufgebaut wird. Im Fall eines Stromausfalles sieht man hier fallen in der NBTEC-Umschaltbox die Schütze NK1 und K2, die fallen ab. Dadurch findet eine allpolige Trennung statt vom Netz. Der Wechselrichter bleibt in diesem Fall mit den Notstromlasten verbunden. Wenn es gut läuft, kann man natürlich das ganze Haus darüber abbilden, aber das ist nicht der Regelfall. Man muss da natürlich halt auch drauf aufpassen, was bringt der Wechselrichter? Also wir haben vorhin gesehen, also der Wechselrichter bringt maximal im Batteriebetrieb 22 Ampere. Da ist natürlich dann halt, wenn sehr viele Anschlüsse drin sind, auch eine Grenze gesetzt. Deshalb muss man da genau aufpassen, was man anschließt. Manchmal klappt es mit dem gesamten Hausanschluss, aber in der Regel müssen kritische Lasten angeschlossen werden. Und weiterhin ist es so, dass dann die allpolige Trennung stattfindet, wie im 4.4 beschrieben. Es trennt sich dann, es wird dann praktisch eine sichere Verbindung aufgebaut im Notstrombetrieb und dazu ist es dann so, dass die Ansteuerung über das Relais K3 zum Wechselrichter aktiviert wird, wo dann auch wieder die Notstromfunktion vom Gen 24 aufgebaut wird. Es ist so, das hat der Valerio auch eingangs erklärt. Wir haben hier eigentlich ein Ersatzstromnetz. Das ist also kein Notstrom mit USV. Wir haben hier im Ersatzstrombereich eine gewisse Umschaltzeit. Valerio muss mich korrigieren. Die liegt circa, ich glaube, bei 10 Sekunden. Die kann also dauern zwischen 2 und 90 Sekunden, das variiert, das variiert, aber 2 Sekunden ist die kürzeste Zeit, genau, genau. Und 90 die längste. Genau, aber es ist nicht USV geeignet, ja, also wenn jemand USV haben möchte, ist er hier denkbar fehl am Platz mit dieser Installation, da muss man dann andere Wege suchen. Also wie gesagt, hier wird im Prinzip nur ein Ersatzstrom und kein Notstrom mit USV aufgebaut. Kannst du weitergehen? Thorsten, ich habe da gerade eine Frage, die dazu passt. Und zwar, ein Teilnehmer möchte wissen, Netzumschaltboxen nur 20 Kilowatt? Ist nur 20 Kilowatt. Es hat 25 Kilowatt und 35 Kilowatt gegeben. Die hat NBTEC rausgenommen. Und es gibt im Prinzip nur diese 20 Kilowatt, weil eigentlich im Notstrombereich kann immer nur ein Wechselrichter schaffen, also das ist der Gen 24. Alle anderen Wechselrichter, die werden dann im Notstrombetrieb dann abgeschaltet. Okay, danke, Thorsten. Im Notstrombereich erhält dann der Wechselrichter dann die Informationen vom Gen 24, ich bin betriebsbereit und dann wird der Notstromprozess entsprechend eingeleitet. Und wenn dann im weiteren Verlauf die Störung wieder aufhört, schaltet dann die NBTEC-Umschaltbox automatisch wieder zu. Kannst du weiterschalten? Das ist jetzt hier in diesem Dings beschrieben, wie schnell das geht. Sofort praktisch wenn der Smart Meter wieder Landstrom misst, schalten die Relais und der Notstrombetrieb wird beendet und das Netz
wird wieder zugeschaltet. Weiter. Thorsten, ich habe noch mal eine Frage Ja, erhalten. nur zu, nur Ein zu. Teilnehmer möchte wissen, wie sich das verhält. Ich habe eine bidirektionale Wallbox und möchte mit meinem Tesla die Hausbatterie laden. Geht das? Wie reagiert die Netzumschaltbox? Okay, erste Frage zurück. Tesla ist wahrscheinlich doch nicht bidirektional ladbar. Müsste ich nachfragen bei Envitec. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt, wie das reagiert dann. Das Dann, kann ich, also müsste man nachfragen bei Envitec, wie das da reagiert. Normalfall sollte, weil ich mich da müsste im Prinzip die Wallbox, die müsste auch über den Notstromkreislauf laufen und dann entsprechend sollte die Batterie geladen werden. Frage ist jetzt hier, ja, eigentlich müsste das Valerio, müsste es mich da darf ich mich kurz korrigieren? einklinken? Das Ich kenne die Funktionalität ins Detail nicht von der bidirektionalen Ladung, aber meines Wissens ist die bidirektionale Ladung mitunter auch eine Ladung, die Frequenz die sich quasi an die Frequenz abgleicht des öffentlichen Netzes. Und bei einer Frequenz höher als 51 Hertz würde sich die bidirektionale Ladung bei einem Fahrzeug deaktivieren, beziehungsweise von einer Wallbox. Es ist wichtig zu wissen, dass es von der Vorschrift her so ist, dass in einem Notstromszenario der Wechselrichter ein Inselnetz aufbaut mit 53 Hertz. Genau um das Wiedereinschalten von Zusatzkomponenten wie vor allem Wechselrichter und Generatoren zu unterdrücken. Natürlich kann man technisch mit technischem Know-how jedes Szenario zum Funktionieren bringen, ist aber nicht so angedacht. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, die ist nicht technisch-wissenschaftlich untermauert, dass wahrscheinlich in diesem Zeitpunkt von einem Stromausfall die bidirektionale Ladung der Wallbox deaktiviert. Ich habe noch Möglich. einen Kommentar dazu erhalten von einem Teilnehmer, der auch dabei ist. Und ich lese den einfach vor. Für alle denke nicht, sonst könnte man auch wieder externe Wechselrichter auf der Notstromseite einbinden. Also ich lasse jetzt das einfach so Genau. stehen und Das unterstreicht ja im Prinzip das, was der Valerio gesagt hat. Also es ist ja so, dass im Notstrombetrieb die Frequenz erhöht wird und dementsprechend er dann den Tesla oder die Wallbox vom Tesla abschalten würde, weil die nur mit 50 Hertz oder so arbeitet. Okay, also herzlichen Dank, Thorsten. Naja, kein Problem. Und Valerio. Ja, es sind Themen, die immer wieder kommen. Jetzt gerade das bidirektionale Laden ist in aller Munde, aber man muss das derzeit halt noch vorsichtig betrachten, weil meines Erachtens gibt es irgendwie nur 5 Automobile, vorwiegend aus dem asiatischen Raum, die das bislang können. Ja, Valero, kannst du mal weitermachen? Da sind wir jetzt praktisch drin. Das ist jetzt hier nochmal ein kurzer Einblick auf die neue Umschaltbox, die 6L4. Wie gesagt, da ist das Smart Meter exklusive, wird außerhalb von der Netzumschaltbox installiert. Der Smart Meter wird direkt an Gen24 angeschlossen. Vorher war er praktisch in der Netzumschaltbox. Und hier hat man dann halt auch die Möglichkeiten, einmal mit den Froni Smart Meter mit 63 Ampere zu verwenden oder sogar den großen. Wie gesagt, wenn ich höhere Hausanschlüsse habe mit 80 Ampere oder größer, da kann ich dann hier auf den Smart Meter 5 kV wechseln und den entsprechend auch anschließen. Und wie gesagt, ist auch wie eingangs erklärt,
in dem Beispiel, wo wir eine Bestandsanlage haben von 20 kVA, ideal eigentlich zum Nachrüsten. Mir fallen hier keine zusätzlichen Kosten an oder ich habe keinen doppelten Smart Meter, den ich noch irgendwo ausbauen oder integrieren muss. Weiter, Valerio. Ja, das wäre ich jetzt eigentlich schon relativ schnell durch. Ich habe euch jetzt hier nochmal kurz die Unterschiede aufgeschrieben, wo und was im Prinzip die Unterschiede sind, die technischen Unterschiede zwischen dem 20 kVA und dem 20 kVA Standard beziehungsweise dem 6L4 der Netzumschaltbox exklusive Smart Meter und auf der anderen Seite 5613 mit inkludiertem 63 Ampere Smart Meter. Wie gesagt, bei beiden ist es so, sie sind auf 63 Ampere Hausanschluss, vorwiegend Residential Bereich, abgestimmt. Und man muss hier, denke ich mal, wenn die 63 Ampere überschritten sind, muss man mit dem Kunden, mit dem Endkunden sich zusammensetzen und fragen, was man da entsprechend für kritische Lasten im Notstrom oder im Ersatzstrombereich versorgen möchte. Das ist immer Grundvoraussetzung. Das ist wahrscheinlich dann halt auch von Installationsseite her, von Installateurseite der größte Brocken, weil die Kunden natürlich möglichst viel drauf haben möchten. Das wäre es jetzt so von meiner Seite im Schnelldurchlauf. Ja, herzlichen Dank. Thorsten und auch Valerio, also das war jetzt wirklich sehr interessant und lehrreich und ich habe ganz viel Neues gehört und ich möchte mich auch ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken für Ihr ganz großes Interesse, für Ihre vielen Fragen und auch für Ihre Zeit. Also Sie können weiterhin Fragen stellen, die werden wir dann auch gerne noch beantworten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen und Ihnen zeigen, wie es weitergeht. Wir haben heute Nachmittag ein Webinar zum Thema Kostal Solar Speichersysteme und Wechselrichterneuheiten 2022. Es beginnt um 13.30 Uhr. Dann finden nächste Woche weitere Webinare statt. Die gehen alle oder sind alle zum Thema Solar Pro Tool, beginnt mit dem Neueinsteiger. Nächste Woche am Mittwoch ist das, am 2.2. am Vormittag. Dann am 3.2. Am Donnerstag werden eines für Fortgeschrittene und, jetzt bin ich etwas weit gerutscht, und am Donnerstagnachmittag dann zum E-Designer. Auf dieser Schulungsseite, die Sie sehen können, sind auch Webinare aufgeschalten von unseren Lieferanten. Es lohnt sich also immer wieder mal auf diese Seite zu gehen und Sie können sich ja dann bei interessanten, für Sie interessanten Webinaren gerne anmelden. Live-Schulungen führen wir ab dem März wieder in Aarau durch. Die ersten, die durchgeführt werden, sind die SmartFox-Schulungen Modul 1 und Modul 2. Bei den Live-Schulungen haben wir bereits sehr viele Anmeldungen. Wenn Sie dabei sein möchten, melden Sie sich möglichst rasch an, um sich einen Platz zu sichern. Dann ist es so, wie ich eingangs erwähnt habe, dass das Webinar jeweils aufgezeichnet wird und die Webinare stellen wir dann auf unseren YouTube-Kanal. Das ist jeweils hier unten, können Sie dann in dem gelben Block einfach hier draufklicken und dann sollte die Seite aufmachen. Genau, und dann haben Sie hier eine Übersicht über die Webinare, die bereits stattgefunden haben. Das heutige Webinar würde dann ergänzt werden und Sie können auch einen Sort machen, wenn Sie auf die Playlist gehen. Da ist es dann eher so nach Modulen und Wechselrichter etc. sortiert. Also da können Sie sich dann einfach durchklicken. Ja, jetzt ist nochmal eine Frage
eingetroffen, die ich euch beiden gerne stelle. Was für Lösungen gibt es über 20 kW? Für mich stellt sich die Frage, wieso braucht es größere Leistungen wie 20 kW, wenn der Gen 24 in der größten Ausführung 10 Kilowatt AC-seitig beziehungsweise 15 Kilowatt DC-seitig verarbeiten kann. Es werden ja die Zweitwechselrichter werden ja, wie vorhin schon erwähnt, durch das 53 Hertz Netz deaktiviert. Entsprechend kommt von AC-Überschussseite keine Zusatzleistung dazu. Entsprechend sehe ich keinen Bedarf an einer größeren Box. Thorsten, du kannst mich korrigieren. Genau, nee, sehe ich eigentlich genauso. Und aus diesem Grund haben wir ja eigentlich halt auch von der Notstrom oder von der Netzumschaltbox, wie gesagt, bewegen uns hier im Residential-Bereich und dafür sind in der Regel die 63 Ampere ausreichend. Die denke ich mal auch, wenn wir bis zu diesen 20 kV reichte das in meinen Augen, reicht es derzeit völlig aus. Und wie gesagt, man muss auch immer mit dem Endkunden halt sprechen und sagen, lieber Kunde, wir können nicht alles abdecken, im Besonderen halt auch, wenn das irgendwo Drehströme mit sehr hohen Anfangsströmen ist, die sollte man auf alle Fälle halt rausnehmen. Und im Prinzip wirklich auf das Notwendigste den Ersatzstrom begrenzen. Ja, vielen Dank euch beiden. Ja, wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, dann wären wir jetzt am Ende von unserem Webinar. Von mir noch der Hinweis, es sind noch sehr viele weitere Webinare unsererseits, also vom Solarmarkt her, geplant, die vorzu aufgeschaltet werden. Und natürlich schalten wir auch Lieferantenwebinare, die uns zukommen, also die uns die Lieferanten zuschicken, fortlaufend auf. Also ich denke, Sie haben auf unserer Schulungsseite eine gute Übersicht, was an Webinaren gerade angeboten wird. Ja, es ist keine Frage mehr eingetroffen. In dem Fall möchte ich mich wirklich nochmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, liebe Teilnehmer, für Ihr großes Interesse, für Ihre vielen Fragen, für Ihre konstruktiven Beiträge. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Und auch nochmals vielen herzlichen Dank, Valerio und Thorsten, für das Webinar. Alles Gute und auf ein nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Vielen Dank. Adieu. Ja, wiederhören.